Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Gravel Pit LP, beziehungsweise der Kitchen Gravel. Ja, ihr seht schon, wir arbeiten uns weiter vor. Heute haben wir die Kiwi dabei. Ja, ich zeige euch die mal von nahem. Das sind zwei Kiwis. Und weil ich euch zwei verschiedene Arten zeigen will, wie man die schneiden kann, habe ich auch zwei geholt. Ja, unser Besteck heute ist das Gravelmesser, was wir immer brauchen, und der Gravel-Löffel diesmal, ja. Die beiden Sachen brauchen wir heute. Und ich würde sagen, ich zeige euch zuerst die einfache Schneidemethode, beziehungsweise die einfache Zubereitungsmethode. Die geht ganz einfach. Man nimmt sich die Kiwi in der Hälfte. Ah, Moment, mit dem Gravelmesser musst du erst mit der Spitze reinhacken. Und dann schneidest du die Kiwi einfach runter. Tada! Und fertig. Da ist das auch schon geschehen. Und jetzt nimmst du dir nämlich den Gravel-Löffel und kannst dir guten Appetit wünschen. Wenn du Bock auf Kiwi hast, kannst du die nämlich nehmen, hier rausmachen und dann, ja, kann man die essen. Und die schmeckt auch echt geil, ohne Scheiß. Boah, die ist echt gut. Die ist echt gut. Ja. Ja, das ist halt die normale Zubereitungsmethode, würde ich mal sagen, für eine Kiwi. Nun gibt es aber auch die, die ein bisschen komplizierter ist. Und da braucht man das Gravelmesser für und natürlich die Kiwi. Und diese Methode eignet sich besonders gut, wenn ihr mal was verzieren wollt. Stellt euch vor, euer Sohn hat Hochzeit, ja? Und jetzt fragt ihr euch natürlich, mein Gott, was kann ich Besonderes zu essen machen? Ja, abgesehen davon, dass der Typ wahrscheinlich das Catering bestellt hat, wollt ihr halt auch was machen. Na gut, den Obstsalat kennt jeder, Wackelpudding haben wir auch schon achtmal gemacht. Na gut, machen wir noch eine Kiwi-Verzierung. Ja, und dabei muss man aufpassen, denn man muss erstmal vorsichtig mit dem Gravelmesser reinschneiden und dann Stück für Stück die Kiwi wie nennt man das? Entmanteln. Ja, die Kiwi muss Stück für Stück entmantelt werden. Am besten macht man das in einer Art Kreisform. Das sieht so ähnlich aus, wie früher die Leute immer, also ne, wie sie dargestellt worden sind, wenn sie in der Kombüse oder wie man den Quatsch dann nennt, im Schiff halt, ne, Kartoffeln schält als Strafe. So macht man das ungefähr. Ja, man geht also hin und schneidet die Kiwi schön, man entmantelt sie erst einmal. Und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch, ja. Also da steckt dann halt auch schon ein bisschen Arbeit und ein bisschen Liebe mit drin in dem Kiwi, in der Kiwi-Gestaltung, weswegen das für ein Hochzeitsgeschenk teilweise auch echt gut geeignet ist. Dann muss man hingehen und die Kiwi am Ende noch wie nennt man das? Entenden. Die muss entendet werden. So. Okay. Und nun haben wir die Kiwi in ihrer Rohfassung. Jetzt könnte man natürlich so sich die reinhauen, aber wir wollen ja eine Verzierung darstellen. Deswegen fangt ihr jetzt an, die Kiwi in Scheiben zu schneiden. So, und wenn die einmal in Scheiben geschnitten ist, dann eignet die sich wunderbar als Verzierung für die Hochzeitstorte oder für das Abendessen. Ne, da kann man die beispielsweise wie hier oben in so einem Triforce-Dreieck hinlegen, so wie bei Zelda. Ne? Und dann kann man auch meinetwegen kann man das so oben drauf als Verzierung machen. Ja, das eignet sich dann wirklich wunderbar. Und so habt ihr auch ein schönes Geschenk, würde ich sagen. Ja, das also mein kleines Tutorial für heute oder der Kitchen Gravel für heute. Kiwi auf zwei verschiedene Art und Weisen gemacht. Einmal zum leichten Verzehr für die Mittagspause und einmal zum, ja, schönen Geschenk für beispielsweise die Hochzeitsfeier. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da oder teilt das Video oder macht damit, was ihr wollt. Und wenn nicht, dann eben nicht. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal. In der nächsten Folge werden wir uns im Übrigen etwas widmen, was sehr schwierig ist. Ja, das wird eine glitschige Angelegenheit. Also bis zum nächsten Mal, euer Kitchen Gravel. Tschüss.